Maybe. Ja, das wird ganz sicher ein echter Prachtkerl. Hallo, Arlo. Komm doch raus. Das ist das Reißzahngebirge. Und das ist unsere Farm. Und wir werden alle zusammen darauf aufpassen. Gestern war noch Fran fußlos, die Allerschlimmste. Sie hat nur einen Fuß. Du musst sie nicht mögen, Arlo. Du musst sie nur füttern. Das sollte halten. Die miesen Schädlinge werden unser Essen nicht mehr stehlen, weil dieses Silo jetzt absolut schädlingssicher ist. Mach deinen Abdruck drauf, Henry. Das hast du dir verdient. Ja, Papa, tu es. Komm, ja. Nein, zuerst ist eure liebe Mama dran. Wenn es jemand verdient, sich zu verewigen, dann sie. Hast du deinen Abdruck höher gesetzt als ich meine? Was? Nein, das liegt sicher nur an deinem Blickwinkel. Meinem Blickwinkel? Aha. Halt nicht so schnell. So einfach ist das nicht. Ihr müsst euch euren Abdruck verdienen, indem ihr etwas Großes erreicht. Indem ihr über euch hinauswachst. Irgendwann verdient ihr euch euren Abdruck. Und ich kann es kaum erwarten, das zu erleben. Genau so legt man ein Feld frei. Gut gemacht. Erlern's noch. Das wird schon. Los geht's, Buck. Du hast es dir verdient.
Gut gemacht, mein Sohn. Du hast es rausgerissen. Leicht hast du es geschafft. Sehr gut. Du hast es dir verdient, dich zu verewigen. Arno! Wer kriegt den Ring noch raus? Alles klar, ihr Vögel! Macht euch bereit zu futtern! Arno, komm her! Was ist passiert? Ich wollte dir bei deinen Aufgaben helfen. Und dann haben sie angegriffen. Alles wird gut. Sag Mama, dass ich sie liebe. Ich sehe ein Licht. Ich gehe Hilfe holen. Du solltest dein Gesicht sehen. Ich hab's bis müssen. Bleib hier. Du machst immer nur Blödsinn. Ich? Du verpfuschst deine Aufgaben. Und die von allen anderen auch. Du bist so ein Feigling. Und ich werde mir meinen Abgrund verdienen. Genau wie du und Libby und alle anderen. Das wirst du, mein Schatz. Du brauchst nur noch ein klein wenig Zeit. Vergiss es. Ich will diesen dummen Abdruck sowieso nicht. Ich habe eine Idee. Und ich hab die Schnauze voll. Wenn das so weitergeht, haben wir nicht genug Essen, um den Winter zu überleben. Deshalb wirst du dieses lästige Ding fangen. Dann kommt der Schädling vorbei. Und so bringst du die Sache zu Ende. Und wenn du den Schädling erledigt hast, verewigst du dich hier auf dem Silo, genau neben meinem Abdruck. Ich werde mich darum kümmern, Papa. Er hat nicht den Kauf einer Chance. Was willst du, Käfer? Hau bloß ab! Komm, beweg dich, Blatt! Beweg dich! Thank you.
Hör auf zu tauchen!
Thank you.
Nein, du kannst den nicht haben, Debbie. Nein, 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 Debbie!
rennst du hin? Ich muss wieder nach Hause. Ich vermisse meine Familie. Familie. Das bin ich. Das ist Libby. Und Buck. Und Mama. Thank you.
zurückkehren dürfen. Bist du verletzt? Nein, bin ich nicht. Oh gut, da hast du ja echt Glück gehabt. Kein Front, Wolkenbruch, ihr haltet Ausschau nach Verwundeten, verstanden? Ich muss nach Hause, zum Reißzahngebirge. Reißzahngebirge? Oh, du meinst die Bergkette mit den drei Spitzen? Ja. Ja, oh ja, die kenne ich. Aber weißt du, das ist ewig weit weg. Aber ich kenne den Weg. Mein Name ist Arno. Tut mir leid, ich hatte früher auch mal so einen Namen, aber das war, bevor ich ihm folgte, den großen Sturm. Den großen Sturm? Der Sturm hat mich mitgerissen. Ich hatte voll Angst, dass ich draufgehen würde. Aber der Sturm gab mir die totale Offenbarung und plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Du meinst die totale Offenbarung? Nein, die totale Offenbarung, verstehst du? Ich war echt voll am Boden, weißt du? Und der Sturm hat mich ganz weit nach oben gebracht und mir damit die totale Offenbarung geschenkt. Ja, wow, da hat mir der Sturm meinen neuen Namen gegeben, weil, wie sagen wir? Der Sturm bestimmt! Der Sturm bestimmt. Du kannst mich Donnerknall nennen. Donnerknall? Hilfst du mir, nach Hause zu kommen? Oh, ja, naja, vielleicht. Oh, aber zuerst müssen wir die Gegend überprüfen. Es gibt wirklich viele, die nach so einem Sturm in schlechter Verfassung sind. Ah, Donnerknall, ich hab jemanden gefunden, hier drüben. Mein Freund, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Das war großartig! Ein kleines Tierchen. Ah, ein freies Tierchen. Und das dann dir. Weißt du, ich brauche einen Augenblick, um dem Sturm für diese Mahlzeit zu danken. Glaubt nicht, dass ihr es mit mir aufnehmen könnt. Ich habe es gesehen, das Auge des Sturms. Und ich habe vergessen, was Angst ist. Ich habe vor gar nichts mehr Angst. Halt. Hey, wo willst du hin, mein Freund? Ich muss nach Hause. Ich sagte dir doch, dass wir dich nach Hause bringen. Mein Freund, du hast ja selbst ein Tier. Oh, ich rieche es. Eins von der saftigen Sorte. Wo ist es? Er versteckt sich da drüben. Bei dem großen Fels. Der Sturm bestimmt. Nein! Schnappt ihn euch! Hey, warte doch! Du kannst dich vor uns nicht verstecken! Jetzt gib uns schon das Vieh! Selbst wie ein Kind schikaniert. Oh, du bist aber ein süßer Knopf. Er mag dich. Hat man der Töne, Ramsay. Und das trotz deines stinkigen Gesichts. Mensch, Abstand. Das ist mein persönlicher Puffer. Ach, du immer mit deinem Puffer. Ich kenn dir keinen Puffer. Nash, raus aus dem Puffer deiner Schwester. Kleiner, du hast hier überhaupt nichts zu suchen. Richtig, Sir. Das habe ich nicht. Ich will nach Hause, aber ich habe den Fluss verloren. Bitte, meine Mama braucht mich. Ganz ruhig, Kleiner. Wisst ihr, wo der Fluss ist? Welcher Fluss? In dieser Gegend gibt's viele Flüsse. In meinem Reißzahngebirge. Das mit den drei Spitzen. Das kenne ich leider nicht. Wir ziehen nach Süden zu einem Wasser. Komm doch mit. Vielleicht kann dir dort jemand helfen. Wir haben keine Zeit zum Babysitten. Wir müssen die Langhörner zusammentreiben. Mein genialer Bruder hat an nur einem Tag unsere ganze Herde verloren. Ich habe sie nicht verloren, Ramsay. Wie oft soll ich dir das noch erklären? Sie sind einfach wegspaziert. Wir müssen sie trotzdem finden. Wir können dir nicht helfen. Warte, was, wenn wir euch helfen können? Spot kann alles erschnüffeln. Ich habe selbst gesehen. Er kann eure Langhörner finden. Hey! Komm schon, Spot. Los, nimm die Fährte auf.
aber, junge Spot! Du und verhoffst, damit die Reise aufstimmen und wir die Strecke legen können. Was? Er will, dass du auf diesen Felsen steigst und schreist. Aber wer ist da draußen? Sie werden direkt auf dich zukommen und du bleibst stehen, nicht bewegen. Nicht bewegen? Und wenn sie Klauen und große Zähne haben? Zerbrich ich dir nicht den Kopf. Wir müssen die Herde hier wegtreiben. Ja, der macht schon!
echt ein süßer Fritz. Immer das kleine Tier, ihr wart echt tapfer heute. Das Tierchen könnte nützlich sein. Wie wär's mit dem Tausch? Ich gebe dir meine Mutter Monika dafür. Danke, aber Spot tausche ich nicht ein. Komm her, Spot, komm her. Na dann nicht. Sieht krass aus. Da wird eine richtig fette Narbe bleiben. Das ist doch gar nichts. Sieh dir das an. Ich bin über 15 Gaulas-Dingos gestolpert. Die waren alle größer als ich. Und fieser waren sie auch. Was ist passiert? Ich habe gekämpft, ist doch klar. War auch am Gewinn. Und dann rammt mir einer seinen stacheligen Schwanz in meinen Fuß und zieht an. Wow. Ich kann in meinen Zähnen nichts mehr spüren. Was echt praktisch ist, wenn man sich dauernd die Pfoten verbrennt. Sie ist neidisch. Neidisch? Ha, einmal stürmte eine Langhornherde genau auf mich zu, aber mein Schwanz war zwischen zwei schweren Felsen eingeklemmt. Ich dachte echt, das wär's gewesen. Also habe ich das blöde Ding einfach abgekaut. Wer macht sowas? Niemand macht sowas. Das ist meine Lieblingsnarbe. Ich bin überrascht, dass du noch keine Narbe im Gesicht hast. Butch, wie hast du deine Narbe gekriegt? Ich weiß nicht, ob die Geschichte schon was für dich ist. Ich halte das schon aus. Oh ja, du musst sie erzählen, Pa. Die ist echt stark. Es waren fast 40 Grad im Schatten. Ich war 5 Tage gelaufen ohne Wasser. Und dann sah ich es. Ein Wasserloch. Ich beugte mich runter, um zu trinken. Und diese Krokodile schossen aus dem Wasser. Eins von denen biss mir ins Gesicht. Ich wäre sicher sein Abendessen gewesen. Aber es war nun mal so, dass ich nicht bereit war, an diesem Tag zu sterben. Ich biss das eine in 2 Hälften, da schlug das zweite und das letzte. Tja, das Krokodil habe ich ertränkt. In meinem eigenen Blut. Krass! Wow! Guck, guck, da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut. Ich liebe diese Geschichte. Zeig mir dein Souvenir. Wenn das nicht der Wahnsinn ist. Darf ich ihn diesmal anfassen? Nein. Die hätte mein Papa bestimmt gemocht. Er hatte auch vor überhaupt nichts Angst. Ich habe so Angst zu haben. Wer sagt, dass ich keine Angst habe? Du hast die Krokodile erledigt. Und ich hatte eine Heidenangst. Wenn es dir keine Angst mehr macht, dass dir ein Krokodil ins Gesicht beißt, ist dein Leben vorbei. Hör zu, Kleiner. Du kannst die Angst nicht loswerden. So ist Mutter Natur. Sie zu überlisten, das geht nicht. Aber du kannst sie hinter dir lassen. Finde heraus, was in dir steckt. Der erste Schnee. Echt früh dieses Jahr. Und ich muss nach Hause zu Mama. Wir bringen dich zu diesem Wasserloch. Wir haben es dir versprochen. Ein Tagesanbruch reiten wir. Hey, Kleiner, dräng die ausbrechenden Langhörner wieder zurück. Yeah.
müssen nach Hause. Thank you.
bestimmt! Thank you.
Hallo.